Hey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Hattet ihr auch schon mal das Gefühl, dass ihr machtlos seid? Dass ihr auf Gleisen steht und ein Zug kommt mit 200 km/h auf euch zugebrettert, aber ihr könnt euch einfach nicht von der Stelle bewegen? In meiner kleinen Visualisierung ist die Person, die auf den Gleisen steht, das sind wir. Also das stellt uns als Bevölkerung dar. Der Zug, der auf uns zugefahren kommt, das ist eine Krise. Das könnte im Grunde fast jede x-beliebige Krise sein. Wir nehmen aber gerne mal die Klimakrise, weil die uns alle betrifft. Ja, und die Muskeln, die eigentlich durch ihre Kontraktion dafür verantwortlich sind, dass wir uns von der Stelle bewegen können, aber sich an dieser Stelle einfach nicht bewegen wollen, das ist die Politik. Warum zur Hölle? Das ist die Frage, haben wir so viele Probleme, aber die da oben machen einfach gar nichts. Im Grunde ist dieser gesamte Sachverhalt unfassbar komplex und das alles aufzuschlüsseln ist in diesem Video leider unmöglich. Deswegen versuche ich das Ganze quasi sehr, sehr vereinfacht darzustellen. Aber ganz klar ist, dass es da eine ganze Menge Variablen gibt und das in so einem Video hier eben so komplex einfach gar nicht fassen kann. Und nochmal als ganz kleine Einführung für den einen oder anderen, der das nicht mehr so genau im Kopf hat. Auch das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber hier in Deutschland leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Das heißt, das Volk kann alle paar Jahre Politiker bzw. Parteien wählen und diese wiederum wählen dann Leute aus, die in den Bundestag gestellt werden. Und diese Leute wiederum treffen dann Entscheidungen. Das heißt also, wir leben in keiner direkten Demokratie, das heißt, wir können nicht direkt an Entscheidungen teilhaben, aber wir wählen eben Leute, die für uns diese Entscheidungen treffen. So ganz einfach runtergebrochen. Es ist also so, dass wir als Bevölkerung diejenigen Leute sind, die die Entscheidungsträger wählen. Das heißt, wir haben, logischerweise, wir leben in einer Demokratie, schon sehr, sehr großen Einfluss. Am Ende ist es also indirekt schon immer wieder eine Mehrheitsfrage, welche Entscheidung getroffen wird. Oder zumindest welchen politischen Kurs man wählt. Ganz links oder ganz rechts oder eben doch eben mittig, liberal, grün, wie auch immer. Aber das bringt uns nun eben zu einem gigantischen Problem und die Introduction in diesem Video war gigantisch groß und es kann sein, dass ich einige Leute jetzt gerade schon verloren habe, die sich nicht für Politik interessieren. Aber eigentlich ist das hier ein unfassbar spannendes Video. Denn das Problem ist, wie gesagt, wir stehen auf diesen Gleisen und dieser Zug kommt auf uns zugefahren und wir sind wirklich haarscharf kurz vor einem tödlichen Zugunglück. Und Leute, schaut euch bitte einfach mal das hier an. Als ich das hier gesehen habe, ich wusste schon ungefähr, dass es so aussieht, aber als ich das hier gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das hier ist quasi die Bevölkerungsverteilung in Millionen je nach Altersschicht und das ist unfassbar spannend, wenn man sich das einmal anschaut und wie man eben sieht, wie das hier quasi nur die zweite Hälfte, wie heftig das nach oben schießt. Über 75% der deutschen Bevölkerung ist über 25. Finde ich schon mal super spannend. Und das sind so diese Erwachsenen, habe ich gesagt. So die Leute, die, oh Gott, ich gehöre auch schon dazu mit meinem Alter jetzt, aber über 75% sind erwachsen. Über 68% der Leute, die wählen dürfen, sind über 40 Jahre alt. Also auch das einfach ein großer Teil. Die Menge der älteren oder erwachsenen Leute, ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt gekränkt, wenn ich sage ältere Leute, aber die Menge der älteren Leuten ist den jungen Leuten zahlenmäßig ganz klar überlegen und hat dadurch auch politisch sehr, sehr großen Einfluss. Warum ist dieser politische Einfluss so groß? Also einmal ist es so, dass Politiker selbst meistens schon relativ alt sind. Wie gesagt, jetzt müssen gemein, dass ich mit diesem Begriff so um mich schmeiße, aber im Durchschnitt sind die Bundestagsabgeordneten über 47 Jahre alt. Das ist in der Politik aber nicht selten. Hat natürlich auch einiges damit zu tun, dass Politiker natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz brauchen, um dann eben auch kluge Entscheidungen treffen zu können. Also es ist, denke ich, okay, dass nicht der Bundestag aus lauter 20-Jährigen besteht. Trotzdem möchte ich das, wie gesagt, erwähnen. Der Durchschnitt ist knapp über 47. Noch größer ist aber das Problem, dass sich diese Politiker und deren Parteien eben größtenteils dieser großen Bevölkerungsschicht zuwenden. Und das sind eben diese älteren Leute, die bevölkerungsmäßig eben einen ganz, ganz großen Anteil ausmachen. Es ist so ein ganz klein bisschen wie so ein Angebot- und Nachfragespiel, wenn man das so möchte. Das Ziel einer Partei ist letztendlich natürlich, ja, jede Partei hat unterschiedliche Ausrichtungen und dadurch auch unterschiedliche Werte und eben vor allem unterschiedliche Ziele, aber letztendlich geht es natürlich den Parteien darum, dass sie viele Wähler und Wählerinnen erreichen. Das heißt also, am Ende ist das Parteiprogramm schon entsprechend beeinflusst davon, was man eben glaubt, was die Wählerschaft eben am meisten interessiert. Und dadurch, dass, wie gesagt, die Bevölkerungsschicht im Schnitt so alt ist, vor allem die Wähler und Wählerinnen, wie gesagt, 68% sind über 40 Jahre, ist das eben ein Grund dafür, warum viele Parteiziele a. teilweise so veraltet wirken und b. man das Gefühl hat, man bewegt sich nicht richtig von der Stelle. Der Punkt ist nämlich, dass unsere Generation teilweise ganz andere Ziele hat als eben diese ältere Generation. Mir ist aber ganz wichtig in diesem Video zu sagen, und ich schlüssel das gleich, alles, was ich jetzt eben schon ein bisschen erwähnt habe, das wird gleich genauer aufgeschlüsselt und wir erfahren auch, wo diese Konfliktpunkte liegen. Aber mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass ich nicht im Pauschal reden kann, ich kann nicht für alle sprechen. So wie es ältere Menschen gibt, die wahnsinnig tolle Ziele verfolgen und politischen Richtungen gehen, die einfach super gut für unseren Planeten beispielsweise sein können. Genauso gibt es auch junge Menschen, die genau in entgegengesetzte Richtungen steuern und die dem eher Schlechtes beitragen. Ich kann hier immer nur von gewissen Mehrheiten eben reden und das kann ich auch gleich statistisch noch sehr gut untermauern. Aber deswegen, nur weil es mir wichtig ist, es gibt einige Follower von mir, die auch schon älter sind und die sich genauso für die ganzen Sachen interessieren, auch bei Fridays for Future Demos dabei waren und so weiter und so fort. Bitte fühlt euch da nicht angegriffen, nur wenn ich über eure Generation spreche. Ihr seid nicht stellvertretend dafür. Ich kann hier immer nur von diesen Mehrheiten reden, aber wie gesagt, bitte an dieser Stelle, und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das auch gleich essentiell für die Auflösung des Ganzen ist. Niemand soll sich nach diesem Video oder in diesem Video angegriffen fühlen. Das ist nicht, weil ich Angst vor Shitstorms habe, ich habe genug davon gerade, sondern es geht mir einfach nur darum, dass es zur Lösung beiträgt. Ein ganz wichtiges Stichwort ist hier nämlich der Generationenkonflikt. Und das bringt mich gerade zum ersten Kapitel, die Babyboomer. Ich bin mir ganz sicher, die allermeisten haben diesen Begriff schon mal gehört. Also zumindest den Begriff Boomer oder auch diese Phrase okay Boomer. Meistens in einem negativen Kontext. Viele junge Leute benutzen das oftmals auch so meme-artig, um so ein bisschen dieser älteren Generation zu sagen, so, yo, was ist los mit euch? Das kann im Kontext sein von wegen, ey, ihr
habt es politisch verkackt. Kann aber auch sein, irgendwie von so, ey, Digitalisierung checkt ihr nicht, so Boomer, lass mich in Ruhe, Boomer-Humor. Der Begriff kommt aus Amerika, so 2019 hat er sich da etabliert. In Deutschland wird er aber auch ganz oft benutzt. Die Baby-Boomer sind vor allem die Generation von Leuten, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Das heißt Menschen, die heute ungefähr im Alter 58 bis 76 sind. Man zieht da aber eigentlich nicht so ganz klare Grenzen. Also oftmals bezeichnet man heute eigentlich sogar Leute Boomer, die so im Alter ungefähr zwischen 45 und 80 sind. Kennzeichnend für diese Babyboomer, und deswegen heißen die auch Babyboomer, ist, dass das bevölkerungsanteilmäßig die Generation ist, wo eben am meisten Babys nachgekommen sind. Also die Geburtenrate war zu dieser Zeit enorm hoch. 1965, und deswegen ist das quasi so ein bisschen diese Trenngrenze, gab es dann den sogenannten Pillenknick. Das war, als die Pille eingeführt wurde und die Geburtenrate dann eben drastisch runterging. Na, erklärt sich von selbst. Und seit diesen Babyboomern gab es nie wieder eine Generation, wo die Geburtenrate eben so enorm hoch war. Im Gegenteil, die geht sogar im Grunde immer weiter runter. Die Babyboomer oder einfach nur Boomer stehen für eine Generation des Wohlstandes. Es gab zu dieser Zeit das Wirtschaftswunder nach dieser Nachkriegszeit, sinkende Arbeitslosigkeit, es gab das erste Mal Bildung für alle sozialen Schichten, in Frauen entwickelt sich der Wunsch nach Karriere oder auch die ersten Möglichkeiten in die Richtung, zumindest schon mal. Leistung wurde zu dieser Zeit großgeschrieben und dort entstand auch der Begriff Workaholic, den es ja bis heute auch gibt. Dieser steigende Wohlstand führte aber automatisch auch zu steigendem Konsum. Und den hat diese Generation bis heute auch nicht groß abgelegt, aber an dieser Stelle muss ich auch dazu sagen, dass alle nachfolgenden Generationen auch Konsumgenerationen waren. Das heißt also, kaufen, 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 verzehren, verzehren, weiterkaufen, konsumieren, Materialismus, das gibt es bis heute. Also das ist nichts, was man nur einer Generation vorwerfen kann. Das große Problem ist aber, dass Leute aus unserer Generation, vor allem der Generation Y und der Generation Z, dass die oftmals die Werte dieser Babyboomer nicht mehr teilen. Es gibt hier also einen großen Generationsgap. Es gab schon immer Generationsgaps, aber man spricht davon, dass wohl dieser Generationsgap gerade so der größte ist, den es bisher gab. Das ist vielleicht immer ein bisschen Wahrnehmungssache, aber er betrifft uns aktuell und das ist ein großes Problem. Bringt mich zu Kapitel Nummer 2 und zwar alt versus jung. Den Generationskonflikt, den wir heute erleben, kann man relativ einfach eben in quasi alt versus jung einteilen. Also im Grunde diese Babyboomer-Generation versus alle, die danach kamen, zumindest so ab den 80ern. Besonders stark ist der Konflikt aber vor allem mit der Gen Z. Bei der Gen Z spricht man vor allem auch von politischem Erwachen. Man denkt ja oftmals, dass Leute in unserer Generation und jünger eben politisch nicht mehr so engagiert sind. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Es gibt gerade eben dieses politische Erwachen, was natürlich vor allem vielleicht auch durch diese akuten Bedrohungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, nochmal verstärkt wird. Aber an sich ist es natürlich schön, dass sich mehr Leute politisch engagieren und eine politische Meinung haben. Aber es kommt hier eben zu dieser starken Konfrontation. Bekannte Bewegungen der Gen Z sind da zum Beispiel eben die Fridays for Future Bewegung oder auch Black Lives Matter. Zeigt uns eben, wie politisch unsere Generation tatsächlich ist. Das große Konfliktproblem ist aber, dass diese Babyboomer gigantischen Einfluss auf alles haben, was um uns herum passiert. So ist es wie gesagt eben so, dass diese Babyboomer großen politischen Einfluss haben, einfach weil sie bevölkerungsanteilmäßig am meisten ausmachen und weil eben viele Politiker selber Teil dieser Boomer-Generation sind. Die allermeisten Menschen in Führungspositionen und Vorständen sind Boomer und Babyboomer, haben also auch wirtschaftlich enormen Einfluss und auch die einflussreichsten Leute aus der Medienszene sind größtenteils Leute aus dieser Babyboomer-Generation. Also auch der mediale Einfluss ist hier natürlich enorm. Wie ich das eben schon erwähnt habe, ist die Geburtenrate seit diesen Babyboomern eben enorm runtergegangen. Deswegen ist eben, und ich blende diese Grafik hier noch einmal gerade ein, diese extreme Verschiebung, diesen großen Unterschied gibt in den Bevölkerungsanteilen, die uns übrigens auch in unserer Wirtschaftlichkeit in Zukunft in große Probleme bringen wird. Stichwort Rentensystem. Das ist ein zu großes Thema, da gehe ich wann anders vielleicht mal genauer drauf ein. Fragen, die diese Gen Z vor allem eben an diese ältere Generation stellt, sind dann immer folgende. Wer muss umziehen, wenn die ersten Städte durch den Klimawandel überschwemmt werden? Wer bezahlt die Milliardenschulden, die wir heute machen, morgen zurück? Und was passiert eben, wenn aufgrund des demografischen Wandels das Rentensystem völlig zusammenbricht? Auch Wohnungsdebatte ist ein Thema. Wir merken also, wir haben eine ganze Menge Konfliktpotenzial und man könnte an dieser Stelle fast das Gefühl kriegen, dass ich auch in diesem Video hier so ein gewisses böses Narrativ über diese ältere Generation verbreiten möchte. Wir sind die Jungen und wir machen alles richtig und die Alten haben alles verbockt. Das ist auch so ein bisschen das, was teilweise andere junge Menschen, die politisch sehr aktiv sind, in meinen Augen ein bisschen zu offensiv so rausbrüllen. Und klar, genau darum geht es in diesem Video auch, aber nein, im Grunde ist das nicht die Lösung und ist auch nicht das Hauptproblem. Und so enorm unterscheiden wir uns am Ende dann eigentlich doch nicht. Das heißt also erstmal nein, die Leute aus der Babyboomer-Generation sind nicht alles schuld und wir jungen Menschen sind auch nicht die scheinheilige Generation, die nichts falsch gemacht hat. Aber kommen wir doch einfach mal zum nächsten Kapitel. Wer trägt denn eigentlich die Schuld? Man kann auf jeden Fall nicht für all diese Dinge die Babyboomer verantwortlich machen. Zum Beispiel kann kein Mensch, der in dieser Generation geboren ist, was dafür, dass die Geburtenrate so hoch war. Wäre absurd, jemandem da einen Vorwurf zu machen. So, ey, ihr seid so viele, Mann, was ist denn los mit dir? Kann man auch nichts für. Genauso wie ich nichts dafür kann, dass ich im Jahr 1996 geboren bin. Das erstmal vorneweg. Und auch für das Wirtschaftswunder, was es damals gab, kann niemand was. Genau genommen kann man dieser Generation eher dazu gratulieren, dass sie zu so einer Zeit leben konnte. Und dass der Konsum damit höher ging, ist selbstverständlich. Wenn Leute Geld haben, konsumieren sie mehr. Und die Folgen, die es dazu gibt, die sind selbstverständlich. Das passiert. Und vermutlich wäre es ehrlicherweise auch so, die allermeisten Menschen von uns, die jetzt in der Gen Z geboren wurden, also wenn wir damals geboren worden wären, also Teil dieser Babyboomer-Generation wären, die hätten genau das gleiche gemacht wie die damals. Aber, und das muss man natürlich trotzdem dazu sagen, ist es ganz wichtig, dass es zu einem Umdenken kommt. Was mich halt manchmal ein bisschen triggert ist, wenn man merkt, dass die Jungen politisch aktiv werden und man das Gefühl hat, dass die ältere Generation diese jungen Menschen einfach gar nicht ernst nimmt. Fakt ist, und das kann niemand abstreiten, die Frage, die wir uns stellen, ist nicht, gibt es den Klimawandel eigentlich, sondern die Frage, die sich die Wissenschaft stellt,
Wissenschaft. Wie gesagt, nicht, das ist nicht meine persönliche Meinung. Die Frage, die sich die Wissenschaft stellt, der Klimawandel ist bewiesen. Die Frage, die sich die Wissenschaft stellt, ist, wie kann man die Schäden des Klimawandels minimieren und wie ist er möglicherweise zumindest in gewisser Form aufzuhalten? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und mit wir meine ich nicht nur die Gen Z oder Gen Y oder X, sondern uns alle. Uns alle. Es muss ein Umdenken passieren und da muss man ehrlicherweise sagen, und das belege ich euch jetzt auch, da ist die jüngere Generation etwas schneller. Mag auch daran liegen, dass wir noch ein bisschen länger auf dem Planeten leben müssen als vielleicht manche ältere Leute, was aber nicht heißt, dass diese nicht mitverantwortlich sind. Aber ich habe mir mal ein paar spannende Sachen rausgesucht, die das Ganze noch ein bisschen untermauern. Ich habe mir zum Beispiel mal die Altersverteilung an Veganern angeschaut. Nicht, dass Veganer jetzt irgendwie den Klimawandel alleine aufhalten können, aber es ist schon mal ein gewisser Lifestyle, eine gewisse Bewegung, die Dinge andeutet. Und man kann hier, wenn man sich jetzt diese Grafik mal anschaut, schaut euch die mal genauer an, die ist wirklich insane. Es sind wirklich 3% über 51, die vegan sind. Die restlichen 97% sind alle unter 51. Genau genommen ist es sogar so, dass 52%, also die Hälfte, sind zwischen 21 und 30. Also diese Grafik zeigt eindeutig, wo es eben am meisten Veganer gibt, wo es am meisten Umdenken in diese Richtung gibt, weil wir wissen natürlich, tierischer Konsum, der CO2-Ausstoß, der Wasserverbrauch und so weiter und so fort hat großen Einfluss. Nicht alleine nur, natürlich. Ich habe mir auch mal angeschaut den CO2-Ausstoß im Alter. Diese Statistik ist von 2011. Ich habe leider keine coolere Grafik gefunden, aber tatsächlich hat sich hieran nichts groß geändert. Also die ist immer noch aktuell, das kann ich euch sagen. Und man sieht ja eben überraschenderweise, ey, es sind bestimmt die ganzen 20-Jährigen, die so viel CO2 ausstoßen. Aber nein, der CO2-Ausstoß geht mit dem Alter richtig hoch. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist, dass es auf jeden Fall eine Kausalität zwischen erhöhtem Einkommen und erhöhtem CO2-Ausstoß gibt. Ganz einfach, wenn du mehr Geld hast, fährst du mehr in den Urlaub, hast vielleicht ein teures Auto mit einem größeren Verbrennungsmotor, fliegst vor allem vielleicht öfter hin und her, vielleicht auch, weil du Businessmensch bist und dann eben viel rumfliegst. Da gibt es auf jeden Fall eben diesen Zusammenhang. Junge Menschen, ganz klar, haben oftmals kein eigenes Auto, können nicht so oft hin und her fliegen, haben vielleicht auch nicht so viel Zeit. Also das erklärt es schon, aber sehen eben dadurch, dass ältere Menschen teilweise bis zu 10-mal mehr CO2 ausstoßen als die jüngeren Menschen und die Bevölkerungsverteilung aber auch eben so hoch ist im Alter, stoßen wir deswegen eben gerade so viel CO2 aus wie noch nie. Und das ist eben auch eins dieser großen Probleme. Ich habe hier jetzt mal nochmal eine krassere Grafik, und zwar das Wahlverhalten im Alter 2021 zu den Bundestagswahlen. Sehr krass, wir gucken uns hier die unter 25-Jährigen und die über 70-Jährigen an. Das heißt also wirklich diesen fetteren Generationsgap. Wenn wir uns zum Beispiel einmal die Grüne Partei anschauen, die Grünen 23-7%, also ein Riesenunterschied. Und eben vor allem die etwas konservativeren Parteien, die Union und auch die SPD, liegen bei den 70-Jährigen viel weiter vorne. Die CDU ja auch nicht unbedingt bekannt für eine Partei, die in den letzten Jahren, in der Zeit, als sie regiert haben, so unfassbar viel Veränderungen im Bereich Klimakrise gesorgt haben. Und diese Ü-70-Jährigen, die aber an der Stelle trotzdem offensichtlich sagen, okay, nee, wir fahren weiter diesen Kurs, das ist eben schon spannend, finde ich. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle einfach nur mit diesen Grafiken zeigen, warum es passiert, dass die jüngere Generation dieses Feindbild der älteren Generation entwickelt hat. Weil man eben weiß, es gibt diese Krisen. Nicht nur die Klimakrise, sondern eben auch jetzt diese Ostkrise, jetzt gerade natürlich wieder diese Wirtschaftskrise auch, die Corona-Krise, die es gab. Aber dann spürt man diese gewisse politische Stagnation und man denkt sich als junger Mensch einfach nur so, wieso passiert hier nichts? Und wieso vertrauen die alten Leute immer noch auf die gleichen Politiker und auf die gleichen Parteien, die offensichtlich nichts ändern? In den letzten 16 Jahren hat sich da fast nichts getan. Deswegen gerade Kapitel 4, Feindbild Babyboomer. Gerade die Fridays for Future Bewegung hat ganz klar die ältere Generation an den Pranger gestellt. Problem ist aber, dass ich glaube, aus dieser direkten Konfrontation führt ganz oft eher so eine Abwehrhaltung oder eine Art Widerstand. Ganz selten ist es so, dass du Menschen, das ist einfach eine ganz einfache psychologische Sache, ganz selten ist es so, dass du Leute, für Leute, die gut in Manipulation sind, die wissen das wahrscheinlich auch, aber ganz selten ist es so, dass du Leute durch einen konfrontativen Vorwurf zur Veränderung bringen. Viel besser wäre es, Vorschläge zu machen, zu erklären, meistens auch auf emotionale Art an Leute ranzukommen und dann gemeinsam etwas zu bewegen. Das ist eben für mich auch das, wo ich ganz klar sage, das ist an dieser Stelle, was Fridays for Future vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen hat. Ganz klar ist, braucht ihr dieses Erwachen. Und das hat Fridays for Future auf jeden Fall auch geschafft. Und teilweise ist es vielleicht auch das, diese direkte Konfrontation, dieses ihr Wichser, was habt ihr getan? Auf der anderen Seite, so krass kann man das eben doch nicht sagen, so viel besser ist unsere Generation dann auch doch nicht. Ein anderer Vorwurf unserer Gen Z ist natürlich viel auch in Richtung Älteren so, was habt ihr im Zeiten der Digitalisierung eigentlich getan. Die habt ihr völlig verschlafen. Deutschland hinkt digital so heftig nach, was natürlich super, super schade ist. Und diese Konsequenzen werden wir auch immer und immer mehr zu spüren kriegen. Und auch da fragt man sich natürlich als Gen-Z-Mensch so ein bisschen, Alter, wir sind mit diesen digitalen Medien aufgewachsen, mit Smart und so weiter, aber wir sind mittlerweile fast machtlos gegen das, was Amerika mittlerweile kann und wo die mittlerweile stehen. Daher, wie gesagt, es brodelt extrem oder dieser Konflikt ist da. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Diese Konfrontation, so viel bringt das nicht. So viel führt uns das nicht weiter. Was mich zum letzten Kapitel bringt, und zwar zum Kapitel Problemlösung. Letztendlich, und das ist klar, sitzen wir alle im selben Boot. Oder um bei der alten Metapher zu bleiben, wir stehen alle auf demselben Gleis und der Zug fährt auf uns alle in Wahnsinnsgeschwindigkeit zu. Und wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir unsere Muskeln wieder zur Kontraktion bringen, damit die uns von diesem Gleis runterbringen. Schön, dass ich diese kleine Bildanalogie hier geschaffen habe. Es ist sicherlich so, dass für die einen oder anderen die Konsequenzen unterschiedlich lang sein mögen. Ein 16-Jähriger wird wahrscheinlich länger von der Klimakrise betroffen sein als ein heute 80-Jähriger. Das ist mir klar. Trotzdem ist es so, dass wir die Klimakrise auch jetzt schon zu spüren kriegen. Wir merken Klimakatastrophen auch regional, also auch in Deutschland.
Deutschland. Wir bekommen die immer heißeren Sommer mit. Also jetzt nicht in die Kommentare schreiben. Es gibt immer heiße Phasen auf der Erde, hat es schon immer gegeben. Das kommt, liest euch dann über den Klimawandel ein. Fakt ist, die Älteren sind genauso betroffen wie die jüngeren Menschen. Mein Appell ist also, und deswegen heißt dieses Video auch Erwachsene, bitte helft uns, diese Generation, diese Ü40er, Ü50er Generation, ihr habt auf die Bevölkerung gesehen den größten politischen Einfluss. Auf euch hören die Politiker. Ihr habt am breitesten Macht. Das sind nicht wir jungen Menschen, das seid ihr. Wir haben aber, wie gesagt, alle dieselben Probleme. Das heißt, wir müssen also eigentlich am selben Strang alle ziehen. Und es bringt nicht, dass wir uns gegenseitig konfrontieren oder gegenseitig vorwerfen, was wir alles falsch gemacht oder verschlafen haben. Ich glaube, wir müssen das als wirklich etwas Gemeinschaftliches sehen. Ich wäre total dafür, dass es viel öfter die Möglichkeit gibt, dass sich jüngere und ältere Menschen zusammensetzen können. Es gibt da eine sehr krasse soziale Trennung, ehrlicherweise. Dieser Diskurs muss viel öfter stattfinden, damit wir wieder auf einen Nenner kommen. Ich appelliere wirklich daran, dass ihr da draußen mit eurer Familie öfter auch mal politische Themen aufgreift. Ich weiß, es ist unattraktiv. Es kommt kaum vor, dass Leute am Esstisch mit ihrer Familie sitzen und dann Bock haben, politische Themen zu diskutieren. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir der älteren Generation unsere Werte beibringen können und zeigen können, was uns gerade bewegt, was für uns wichtig ist. Genauso können wir natürlich auch von dieser Generation lernen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das gemeinsam anpacken. Und deswegen, wie gesagt, dieser Appell, bitte, 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 wir müssen an diesen Problemen alle gemeinsam arbeiten. Es bringt nichts, dass sich das so extrem aufteilt, wenn wir alle, wie gesagt, dieselben Probleme haben. Das Video vielleicht ein bisschen trockener, aber trotzdem ist es total wichtig, dass wir verstehen, was dieser Generationskonflikt bedeutet und dass wir daran arbeiten müssen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, ob alt oder jung. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Bis dann und ciao, Leute.